Schönen guten Tag und vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier referieren darf. Ich freue mich sehr darüber. Ich werde jetzt von einer ganz anderen Perspektive kommen. Die Frau Professorin Steiner-Hemmerle hat mich bereits vorgestellt. Ich bin Senior Researcher am ICMPD, das ist das International Center for Migration Policy Development. Das ist eine internationale Organisation mit Sitz in Wien und 22 Mitgliedstaaten. Slowenien war übrigens der vierte Mitgliedstaat, der erste nach den Gründerstaaten. Ich bin dort, wir haben eine Forschungsabteilung, die ist jetzt nicht sehr groß. Das ICMPD selber hat dann die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt 18 Ländern. In Wien sind ca. 100. Die Forschungsabteilung hat 15 Leute, also Sie sehen ein bisschen die Relation. Wir sind eine relativ unabhängige Forschungsabteilung und die einzige internationale Organisation, die sowas hat in Österreich. Als Mitarbeiter einer internationalen Organisation muss ich natürlich jetzt als erstes den diplomatischen Gepflogenheiten gerecht werden und sagen, dass ich hier für mich spreche und nicht für das ICMPD. Das ist kein Referat des ICMPD, sondern ein Referat des Herrn Bernhard Bachinig. Man sieht das gern bei uns, dass wir teilnehmen, aber das ist sozusagen die Bedingung. Ja, und als Migrationsforscher komme ich aus einem ganz anderen Eck, wo ich glaube, viele Anknüpfungspunkte da sind. Ich werde viel weniger konkrete Daten und Zahlen präsentieren als meine Vorrednerin, aber das passt sehr gut. Eigentlich ergänzen die sich sehr gut, weil das, was ich konkret an Überlegungen, die ich theoretischer Natur habe, passt da sehr gut dazu. Als aus der Migrationsforschung kommen, dann muss ich natürlich auch vorausschicken, wir beschäftigen uns in der Migrationsforschung mit Mobilität und Migration, aber wir beschäftigen uns, und da muss ich auch einem alten Freund und Kollegen, der auch da ist, dem Herrn Diplom-Ingenieur Steiner danken, der lange in der Landesregierung gearbeitet hat, und einer sehr bestimmten Perspektive, die andere Mobilitätsforscher gar nicht als zentral, vielleicht sogar als so zentral wahrnehmen. Wir beschäftigen uns mit Migration und Mobilität, also das heißt eine längerfristige Pendeln zwischen Arbeits- und Bildungsort und dem Wohnort oder eben einer Wohnsitzverlagerung. Die Migrationsforschung beschäftigt sich nicht mit Aspekten, die ganz wichtig sind im Bereich der Mobilität, die ganze Freizeitmobilität, ob das jetzt ein Ausflug ist oder Tourismus, der ein riesig wichtiger Bereich der Wirtschaft natürlich ist, ganz klarerweise, aber auch nicht mit Mobilitätssystemen, eben mit der Frage von Verkehr und wie der gestaltet wird, welche Verkehrssysteme es gibt, welche Probleme da sind, diese ökologisch zu gestalten. All das ist nicht mein Thema. Also ein kleiner Teil von Mobilität, den ich nur behandeln werde. Auch ein bisschen noch zum Begriff der Migration. Wir sind meistens, wenn wir über Migration reden, eigentlich ungenau, weil die meisten Diskussionen über Migration, wenn Sie die Zeitungen heute lesen, da fehlt ein Wort. Die meisten Diskussionen über Migration handeln von internationaler Migration. Migration ist eine Spezialform von Mobilität. Da geht es schlicht und einfach darum, in der Definition um eine Wohnsitzverlagerung auf Dauer, auf längere Zeit. Also die UNO sagt, nach einem Jahr ist man Langzeitmigrant, zwischen 3 Monaten und einem Jahr Kurzzeitmigrant und darunter Tourist. Und das kann passieren im Binnenland. Da hat das relativ wenig Konsequenzen auf der rechtlichen Ebene. Es kann Konsequenzen haben auf der sprachlich-kulturellen Ebene. Man kann den Kontakt auf eigenen Bekanntenkreis mehr oder minder verlieren. Es kann in Ländern, die mehrsprachig sind, auch einen Wechsel in einen anderen Sprachraum bedeuten. Denken Sie an die Schweiz oder an Belgien. Aber es bedeutet meistens nicht den Verlust von Rechten und Status. Und es bedeutet auch meistens, dass die Diplome und Ausbildungen alles akzeptiert wird. Das ist nicht der Fall, wenn Sie eine Grenze überschreiten. Durch die Unionsbürgerschaft ist das innerhalb der Europäischen Union aufgehoben, eingeschränkt. Es gibt nur mehr relativ wenige Unterschiede. Die Europäische Union verwendet übrigens den Begriff Mobilität für diese Binnenmigration. Die EU-Bürger sind mobil, die internationalen Migranten sind Migranten. Aber für Personen, die aus dem Ausland kommen, ist das natürlich ein zentrales Thema. Wie ist die Rechtsstellung? Ganz zentraler Punkt, internationale Migration kann zu einem gewissen Teil kontrolliert werden vom Staat, Binnenmigration üblicherweise nicht. Wir wissen aus der Migrationsforschung, dass die Entscheidung für eine langfristige Migration meistens ein Motivbündel ist. Es natürlich spielt eine große Rolle, welche Chancen hat man, welche Perspektiven im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Arbeit, der Bildung hat man, hat die eigene Familie. Aber
Es gibt hier immer auch ein Motiv im Bündel, es spielen andere Aspekte eine große Rolle, insbesondere wenn es darum geht, um nicht erzwungene Migration, sondern um Arbeitsmigration, um die Langfristperspektiven der Familie und der Kinder. Die spielt eine zentrale Rolle, vor allem bei der Frage, wie wird das Zielland gewählt. In einem gewissen Grad wird es gewählt, üblicherweise. Und der Hintergrund ist relativ klar, die Langzeitmigration in ein anderes Land verursacht subjektive Kosten, ökonomische Kosten, aber auch psychische Kosten, soziale Kosten, Verlust von Kontakten, der Aufwand, sich woanders neu sozusagen sesshaft zu machen, die nötigen Anstrengungen Spracherwerbs etc. etc. oder auch eine schlechtere rechtliche Stellung und das Erlebnis von Diskriminierung. Das ist sozusagen, diese Kosten fallen beim Grenzpendeln, dem zweiten wesentlichen Aspekt von Migration, wo man täglich oder wöchentlich zu einem anderen zu einem Arbeitsplatz fährt, der über der Grenze liegt, oder in eine Uni geht, die über der Grenze liegt, meistens weg. Die sind jetzt nicht sehr relevant. Dieses Phänomen kennen wir aus der Forschung. Wir sehen und wissen das sozusagen aus der Forschung, dass das Grenzpendeln sehr stark abhängig ist von den Einkommensunterschieden dies und jenseits der Grenze. Es gibt verschiedene Studien dazu, die sind nicht alle, sagen nicht alle das gleiche Ergebnis, aber es geht so in die Tendenz, dass etwa wenn die Einkommensunterschiede zwischen den Regionen in etwa dem 1,5-fachen liegen, dann wird das dünnt sich das aus. Also 50% mehr wollen Leute verdienen, damit das attraktiv wird, oder mehr natürlich. Darunter fängt das dann an, weniger zu werden, außer die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Aber wenn jetzt die Arbeitslosigkeit nicht das zentrale Thema ist, dann ist es der Verdienst. Soweit ein paar Schlagworte zum traditionellen Mobilitäts- und Migrationsbegriff. Ich möchte aber jetzt ein bisschen darüber hinausgehen. Wie Sie sehen, dieser Begriff setzt an der physischen Bewegung von Menschen. Ganz egal, ob sie woanders hinziehen oder woanders arbeiten. Damit verbunden war natürlich immer auch und ist bis heute klarerweise die Bewegung von Ideen, Konzepten und Weltvorstellungen, die Menschen haben und sich mitnehmen. Lange hat Migration bedeutet, dass der Kontakt zum Herkunftsland weitgehend verloren gegangen ist. Man hat die Verwandtschaft, die Freunde vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr gesehen, hat vielleicht sich Briefe geschrieben. Die Rückreise war sehr schwierig. Ein Beispiel, ich lebe in Wien und in Kärnten im Gailtal, und das Gailtal war eine der großen Auswanderungsregionen Kärntens in die USA in den Beginn des 20. Jahrhunderts und nach 1920. Ein Ticket, Dampferticket von Hamburg nach New York hat damals in der dritten Klasse hat damals zwischen 3 und 6 Monatsgehältern gekostet. Also das muss man sich einmal klar machen, was das bedeutet in Bezug auf Mobilität. Das hat sich natürlich heute sehr geändert. Wir haben Billigfluglinien, das Fliegen ist um vieles billiger geworden, aber vor allem haben wir das Internet und den Mobilfunk. Und in den letzten 20, 25 Jahren ist dieser Zusammenhang zwischen physischer Präsenz und physischer Bewegung und Bewegung von Gedanken, Ideen und Kontakten nicht verschwunden, aber ausgedünnt worden. Das heißt, die physische Mobilität des Menschen als Träger der intellektuellen Mobilität ist nur mehr teilweise so relevant, wie sie früher war. Vor allem dort, wo Firmen und Institutionen vor allem Zeichen und Informationen bearbeiten und nicht Dinge und nicht mit Menschen arbeiten. Da ist die Teilhabe an der Arbeitswelt, das haben wir alle erlebt in der Phase der Pandemie, je nach Branche nicht mehr so notwendig wie früher. Der Ort hat die Bedeutung nicht verloren, aber sie eingeschränkt. Und wir wissen inzwischen, dass natürlich eine komplette Trennung reines digitales Zusammenarbeiten meistens nicht so gut funktioniert. So Mischformen sind meistens das, was man haben will. Wir haben eben ICMPD vor 2 Jahren ein Projekt abgeschlossen. Da ging es um die Mobilisierung von Kapital und Investments der sogenannten Diaspora aus den Westbalkanstaaten. Und da haben wir eine interessante Beobachtung gemacht. Viele dieser Westbalkanstaaten haben eine sogenannte Diaspora-Politik entwickelt. Das heißt, sie mobilisieren bewusst die ausgewanderten Menschen aus diesen Regionen, einerseits kulturell, aber auch wirtschaftlich, um dort zu investieren oder um zurückzukehren.
das mit dem Zurückzukehren funktioniert nicht so wirklich gut. Und zwar relativ einfach zu erklären, da braucht man jetzt nicht unbedingt Migrationsforschung studiert haben. Wenn Sie Experten zurückholen wollen, sind diese Experten meistens nicht unbedingt Studienabsolventen, sondern so Mitte 30, Anfang 40, haben also gewisse Erfahrungen und Wissen, deswegen wollen Sie sie ja zurückholen. Meistens haben diese Experten aber Familie, haben eine Karriere, arbeiten in einer Institution, die ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellt, damit sie ihre Expertise auch ausüben können. Das heißt, das Angebot, um zurückzukehren, muss sehr gut sein. Was natürlich sehr gut geht, im Gegenteil, ist Kooperation über die Grenze mit temporären Aufenthalten. Und genau das ist etwas, was in diesem Politikfeld zunehmend ein Thema wird, nämlich internationale Kooperation, vermittelt über auch digitale Zusammenarbeit, temporären Aufenthalten, Austausch anstelle von Migration. Das ist so ein bisschen zur Einleitung. So, ich bin ein empirisch arbeitender Sozialwissenschaftler und daher schaue ich mir als erstes immer gern die Zahlen an. Und Sie wissen alle, Österreich hat in den 70er Jahren zu den Ländern gehört, die durch Rekrutierung von Arbeiterinnen und Arbeitern im Süden, das war vor allem Ex-Jugoslawien, das heutige, vor allem der Jugoslawien und die Türkei, Arbeitskräfte angeworben hat. Da ist ein Migrationskorridor entstanden, der das Land sehr geprägt hat. Und das möchte ich um die Grafik bitten, die ich habe. Genau. Allerdings, wenn man sich das Gesamt anschaut und dann drunter bricht, dabei war Slowenien nie wirklich wichtig. Und die folgende Grafik zeigt die Zeitreihe der letzten, seit 2002, der Zahl der in Slowenien geborenen Personen in Österreich, die Datenquelle Statistik Austria. Das ist an und für sich so tatsächlich die Personen, die umgezogen sind. Ich habe nicht die Staatsbürgerschaft genommen, weil es ja auch Einbürgerungen gibt. Und Sie sehen hier relativ klar, besonders groß war das nie. Es waren so um 2002 circa um die 20.000 Menschen. Es hat dann der Beitritt nicht wirklich so viel geändert, das ist eher leicht zurückgegangen. Und ab 2013, 2014 steigt es an, das ist auch relativ einfach zu erklären, da sind diese ganzen Übergangsfristen aufgehoben worden in Österreich. Jetzt sind wir dann in etwa 25.000 und das bleibt auch in etwa die letzten Jahre gleich mit minimalen Schwankungen. Nur zum Vergleich, die Zahl der in Bosnien geborenen Menschen in Österreich beträgt 180.000 Personen. Also das ist ein riesiger Unterschied, was die Migrationsströme betrifft. Und relativ gesehen, das habe ich jetzt nicht, ich habe die Grafik dann weggelassen, weil ich Ihnen nur eine Grafik zeigen wollte. Relativ gesehen hat die Bedeutung eigentlich abgenommen, weil zwischen 2002 und 2024 ist die Bevölkerung Österreichs um 1,15 Millionen gewachsen. Das heißt, wir haben eine abnehmende Bedeutung dieser Form der Mobilität. Regional gesehen ist nicht Kärnten, sondern ist die Steiermark das Hauptzielgebiet der Zuwanderung. In Kärnten lebten per 01.01.2024 etwa 5.800 in Slowenien geborene Menschen, in der Steiermark waren es 8.000. Interessanterweise wirklich genau 8.000 und in Wien 3.600 circa. Die meisten leben in Städten, etwa 3.800 der rund 5.800 Zugewanderten leben in Klagenfurt, Zählowitz, Villach, Beljak und Völkermarkt, Wilikowitz. Wir reden von Europa von einem gemeinsamen Mobilitätsraum. Das ist auch ein bisschen auch die Darstellung der Erweiterung der damaligen 2004, es wird ein gemeinsamer Mobilitätsraum entstehen. Was entstanden ist, ist ein sehr einseitiger Mobilitätsraum. Ein Mobilitätsraum, der von zwei Bewegungen geprägt ist, einer Mobilität praktisch von den neuen Beitrittsländern, damaligen Beitrittsländern nach Österreich. Ich war selber etwas überrascht, als ich mir die Daten auf der Webpage von Statistik Slowenien angeschaut habe. In Slowenien habe ich keine Daten gefunden über die Zahl der in Österreich geborenen, aber über die österreichischen Staatsbürger. Slowenien hat 1 Million Einwohner circa. Es sind 506 Personen. Selbst wenn das Ganze ein bisschen verschätzt ist, selbst wenn es 1.000 sind, das ist für irrelevant. Also das heißt, wir haben genau hier was, ein Phänomen, dass wir eigentlich eine sehr, sehr einseitige Mobilität hatten und haben und kaum Mobilität in die Gegenrichtung. Pendeln, da gibt es wenig Zahlen in den öffentlichen Statistiken. Es gibt eine Studie von einer slowenischen Kollegin, der Frau Toplak, aus dem Jahr 2021. Die hat die Daten bekommen von der österreichischen Arbeitsmarktverwaltung. Die kann es auswerten, das ist nicht öffentlich zugänglich. Und die berichtet vom April 2020 13.500 Grenzpendler von Slowenien nach Österreich, nicht differenziert nach Bundesland. Sagt, dass es davor eher stagniert hat und mit der Covid-Krise, die ja praktisch eine ganz massive Mobilitätseinschränkungen mit sich gebracht hat, dann auch deutlich zurückgegangen ist.
Also hier haben wir eine andere Situation als die Grenzregionen zur Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn, wo das ein Thema ist, ein großes, ein relevantes Thema. Die burgenländischen Thermen könnten ohne die ungarischen Beschäftigten wahrscheinlich nicht ihre Angebote gestalten. Ist grenzüberschreitendes Pendeln in der Grenzregion Österreich-Slowenien auch eher nicht so relevant? Jetzt komme ich zurück, das lasse ich nämlich gut ökonomisch erklären, ein bisschen auch geografisch. Wie ich Ihnen schon vorher gesagt habe, die Studien gehen so in die Richtung, dass man beim Grenzpendeln so um die 50% mindestens mehr verdienen will, damit man es tut. Das ungarische Medianeinkommen betrug 2021 etwa ein Drittel des österreichischen, das slowenische etwa 56%. Slowenien ist eine der Erfolgsgeschichten der EU-Erweiterung. Dazu kommt die Fahrzeit. Zwischen Slowenien und Österreich ist aufgrund einfach der Topografie länger als in anderen, sagen wir Slowenien-Steiermark, da kommt man leichter hin und her. Und Slowenien hat 3,3% Arbeitslosenquote, also Vollbeschäftigung, rekrutiert selbst Migrantinnen im Balkanraum und außerhalb des Balkans. Das heißt, hier wird die grenzüberschreitende Pendeln, hat jetzt hier nicht so wirklich, man sieht kein Wachstum in der Zukunft, das kann man nicht sagen. Das betrifft nicht nur Slowenien, sondern den gesamten österreichischen Grenzraum zu den Beitrittsstaaten aus 2004. Wir haben 2019-20 am ISMPD eine Studie gemacht zu innereuropäischer Mobilität. Das war ein European Horizon-Projekt, wo ich mir angeschaut habe, die Studie zur Pendelmigration Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn nach Österreich. Und schon damals hat sich gezeigt, dass das ganze Thema im Abnehmen ist. Hat sich inzwischen bestätigt. Und da gab es mehrere Gründe dafür. Der Großteil der grenzüberschreitenden Pendlerinnen aus dieser Region sind momentan waren damals zwischen 45 und über 50. Die haben ihren Job in Österreich in den späten 90ern, frühen 2000ern gefunden. Bei den Jüngeren war das viel weniger attraktiv, das grenzüberschreitende Pendeln. Einerseits sind sie besser ausgebildet, andererseits fanden sie auch bessere Arbeitsplatzangebote vor in der Zeit, an die sie auf den Arbeitsmarkt kamen. Ungarn ist ein bisschen anders, da spielt es noch immer eine Rolle, weil Ungarn wirtschaftlich nicht so gut dasteht. Aber da hat sich etwas sehr Interessantes gezeigt und deswegen komme ich auf das zurück. Während bei den meisten der jetzt um die 50-jährigen Pendler aus der Slowakei und der Tschechischen Republik, die meisten dieser Pendler hatten in der Schule Deutsch gelernt als Fach, als Schulfach, hatten die Sprache in der Schule gelernt. Inzwischen hat Englisch das Deutsche als Sprache in der Schule, als erste oder zweite Fremdsprache in diesen Ländern ersetzt. Deutsch ist eine Wahlsprache, die man halt wählen kann als Angebot, aber keine verpflichtende Sprache mehr. Das heißt, die Slowakinnen, auch die sich ins Ausland wollen, orientieren sich stark in die Tschechische Republik oder in die Richtung USA, UK oder Australien, aber auch in die skandinavischen Länder, wo es nicht nötig ist, eine zweite Sprache zu lernen, weil in vielen skandinavischen Ländern Englisch die Arbeitssprache der Firmen geworden ist. Das ist ein Aspekt, der, glaube ich, wichtig ist in der internationalen Migration. Wir sehen, dass qualifizierte Migrantinnen eigentlich alle irgendwie Englisch können, gut oder schlecht, aber zumindest haben wir es einmal gelernt. Und das ist natürlich ein Thema, das man im Kopf haben muss. Ein paar demografische Aspekte noch, dann komme ich von den Zahlen wieder weg. Die Statistik Austria hat vor 2 Monaten die Bevölkerungsprognose 2024 veröffentlicht. Laut dieser Bevölkerungsprognose wird die Bevölkerung Kärntens von derzeit rund 567.000 Personen bis 2040 auf 562.000 bis 2080 auf 528.000 Personen sinken. Die Bevölkerung im Erwerbsalter wird von heute bis 2040 um 14% und bis 2080 um 23% zurückgehen. Kärnten ist zudem das einzige Bundesland, in dem mittel- und langfristig die stärksten Rückgänge bei der Zahl der Kinder und Jugendlichen zu rechnen ist, minus 8% bis 2080. Schauen wir nach Slowenien. Statistik Slowenien sagt, die demografische Entwicklung Sloweniens steht zurzeit an der Kippe zur Bevölkerungsabnahme. Statistik Slowenien schätzt, dass die Bevölkerung bis 2026 noch leicht auf etwa 121.000 Personen wachsen wird und dann zurückgehen. Im Jahr 2022 sind ältere Menschen in Slowenien ab 65 etwas mehr als 21% der Bevölkerung. Im Jahr 2100 wird es auf 32% steigen. Und die Anteil der Kinder unter 15 Jahre wird bis 2037 auf den niedrigsten Wert sinken, nämlich 12,5%. Auch diese Zahlen zeigen deutlich, dass es keine gute demografische Basis gibt für eine quantitativ relevante Arbeitskräftemobilität in dieser Region.
Es macht auch wenig Sinn, sich gegenseitig Arbeitskräfte abzuwerben, wenn man wirtschaftlich zusammenarbeiten will. Es braucht also einen neuen Zugang zu grenzüberschreitender Mobilität und Zusammenarbeit. Lassen Sie mich ein paar Überlegungen skizzieren, was das bedeutet für die grenzüberschreitende und internationale Migration in Kärnten. In der internationalen Migration sehen wir einfach, dass seit ungefähr 5 bis 10 Jahren, so es wird jetzt wie immer stärker, dass sich die Situation gedreht hat, vor allem in Bezug auf qualitativ gut ausgebildete Arbeitskräfte. Europa ist ein Kontinent, der mit anderen Kontinenten um diese konkurrenziert. Der Großteil der gut qualifizierten Arbeitskräfte kommt inzwischen aus Südostasien und teilweise auch Lateinamerika. Ein paar wenige afrikanische Länder sind auch dabei. Das ist der Raum, der anzusprechen ist, wenn man gut qualifizierte Migrantinnen gewinnen will. Sowohl für Kärnten wie auch für Slowenien wird sich in der Zukunft das Thema zeigen, sich als attraktives Ziel zu positionieren. Wir wissen, dass, wie schon gesagt, attraktive Jobs sind ein wesentlicher Aspekt dabei. Aber dazu kommen nicht ökonomische Aspekte, nämlich die Attraktivität des Raums, das Willkommensklima, Perspektive für Partnerinnen und Partner. Zentral dabei sind Angebote mehrsprachiger und internationaler Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen und eine starke Unterstützung bei der Jobsuche der Partnerin, des Partners und eine gute Unterstützung des Niederlassungsprozesses. Nicht zuletzt auch die Betriebssprache ist ein Thema. Weltweit haben eben die meist gut qualifizierten Menschen in der Schule Englisch gelernt und sprechen es zumindest relativ gut. Andere europäische Sprachen sind nur regional bedeutsam. Spanisch in Lateinamerika und in den USA, Französisch im frankophilen Afrika. Deutsch ist zwar eine wichtige Regional- und Kultursprache, aber keine weltweit bedeutende Sprache. Und wird in den Schulen außerhalb Europas außerdem nur sehr selten als Sprache gelehrt. Englisch als selbstverständliche Arbeitssprache nimmt zu und das hat jetzt mit dieser Tagung nichts zu tun. Ich denke, wir sollten einmal darüber nachdenken, anfangen, ob Österreich nicht Englisch als weitere Amtssprache einführen sollte. Kärnten ist nicht die einzige Region Europas, die versucht, sich attraktiv zu positionieren. Braindrain-Arbeitskräftemangel sind ein Thema in der gesamten Region. Ich habe mich zur Vorbereitung dieses Referats hier mit dem Professor Steiner zusammengesetzt und der hat mir dann relativ viele Informationen gegeben. Es ist einiges passiert in Kärnten, was mir bei der Anfrage gar nicht so bewusst war. Vorreiter war der Leitbetrieb Infineon, der seit mehr als 10 Jahren an firmeninternen Programmen zur Unterstützung und Integration ausländischer Fachkräfte arbeitet. Es arbeiten dort 4 Personen, die nur dazu da sind, die Integration der Familienmitglieder zu unterstützen. Die Stadt Villach, auf die hat das ausgewirkt. Wesentlich treibende Kraft war die damalige Chefin von Infineon, Dr. Monika Kircher, die auch ganz aktiv war bei der Gründung der internationalen Schule und des internationalen Kindergartens, den es inzwischen gibt. Mit dem Carinthian Welcome Center hat das Land mit der Stadt Villach auch einen wichtigen Schritt gesetzt, eine Kultur der Offenheit und des Willkommens für internationale Fachkräfte umzusetzen. Die Stadt Villach hat auch vor kurzem ein Leitbild, Villach, die grenzenlose Stadt, publiziert, das die Förderung der Vielfalt als eines der Ziele der Stadtpolitik beschreibt. Interessanterweise liest man in diesem Leitbild kein Wort über die Mehrsprachigkeit der Region. Das ist das Enttäuschende. Doch wer sich nicht mit dem Thema Migration und Integration befasst, findet zu diesen Entwicklungen kaum Informationen. Es gibt keine themenspezifische Webpage oder Anlaufstelle. Selbst das Carinthian Welcome Center ist in der langen Service-Rubrik der Webpräsenz der Landesregierung eigentlich sehr, sehr gut versteckt. Es wirkt so, als würde sich das Land nicht trauen, sich als attraktives Zielland für qualifizierte Migrantinnen zu positionieren und öffentlich dazu stehen, dass es das braucht. Das ist auch im Alltag so, dass die Mehrsprachigkeit eigentlich kaum sichtbar ist. Ich lebe seit Jahrzehnten, ich bin in Kärnten Klagenfurt in Kärnten aufgewachsen, habe in Wien studiert, lebe seit Jahrzehnten in Wien und in Kärnten, weil ich von den Verwandten in Nötzsch im Gailtal ein Haus habe. Wenn man durch Kärnten fährt, die Mehrsprachigkeit ist kaum sichtbar. Etwa 200 Kilometer südlich in Istrien sind jeder Straßenname, jeder Busverplan und sogar das Strafmandat fürs Falschparken, habe ich direkt gelernt, Kroatisch, zweisprachig, Kroatisch und Italienisch. Man bemerkt überall im Alltag, dass man in einer zweisprachigen Region ist. Ähnlich ist zweisprachig sichtbar, ist das Baskenland, in den Siedlungsgebieten der Schweden in Finnland
Oder wenn Sie in die schottischen Highlands und die Hybriden fahren, da ist das Gälische als erste Sprache sogar vor dem Englischen angeordnet und BBC unterhält einen gälischsprachigen vollen Fernsehkanal, der eben dann jeweils Englisch untertitelt ist. In Kärnten sieht man die Zweisprachigkeit am Ortsanfang und am Ortsende, sonst nirgends. Es wirkt, als würde sich das Land für die Zweisprachigkeit schämen, als sie stolz zu präsentieren. Dass die zentrale Institution, die wir in Kärnten, die es in Kärnten gibt, das zweisprachige Schulwesen, das Menschen zu kompetent zweisprachigen und interkulturell kompetenten Menschen führen kann, nicht beworben und überhaupt nur auf einen Raum beschränkt ist, passt dazu und ist kein erfreuliches Bild. Positiv ist allerdings, dass sich immer mehr Eltern dazu entscheiden, ihre Kinder in diesem Schulwesen anzuwenden und ihnen die Chance geben, eben mehrsprachig aufzuwachsen und kompetente Zweisprachigkeit auszubilden. Ich denke, auch wenn das, wie schon angesprochen, nach dem Wahlergebnis des letzten Sonntag schwierig wird, Kärnten braucht eine, und das denke ich am besten mit den Nachbarregionen, konkret zumindest Steiermark, Slowenien, Friaul, entwickelte Strategie zur Rekrutierung qualifizierter Migrantinnen und Migranten. Es macht wenig Sinn, dass diese Länder das alles nebeneinander machen und gegeneinander machen. Wir sehen das zurzeit die Entwicklung am Westbalkan, wo verschiedene Staaten inzwischen anfangen, in einer sehr schwierigen Art und Weise Migration, vor allem qualifizierte Kräfte aus dem Gesundheitswesen, die selber dort gebraucht werden, zu rekrutieren und gegeneinander und nicht miteinander arbeiten. Gut, wie gesagt, gut qualifizierte Migrantinnen schätzen Regionen, die sie willkommen heißen und die auch kulturell vielfältig sind. Und mit seiner inzwischen doch positiver wahrgenommenen Mehrsprachigkeit könnte die Region da einen Schatz heben, der momentan noch nicht genutzt wird. Was heißt das aber jedoch die ganze Entwicklung für die regionale Mobilität? Wie gesagt, die Demografie und die Zahlen deuten nicht darauf hin, dass regionale Arbeitsmobilität in Zukunft massiv zunehmen wird. Das heißt, es geht in Zukunft vermehrt um die immaterielle Mobilität von Ideen und Konzepten. Diese Mobilität bedeutet vor allem Austausch, Zusammenarbeit mit von Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft in langfristig stabilen Kooperationsformen. Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz sind dabei wesentliche Unterstützungsfaktoren, wie schon meine Vorrednerin angesprochen hat, sind auch wirtschaftlich sinnvoll für die es haben, weil sie mehr bezahlt werden können dafür. Das kann ein Anreiz sein, besser bezahlt zu werden. Auch hier gibt es wichtige Schritte. Kärnten hat sehr aktive Tätigkeit in Interreg-Programmen. Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit gibt es zwei, die Eurego Senza Confini und der Geopark Karawanken. Das sind schon einmal sehr wichtige Ansätze, die zu einer regelmäßigen Zusammenarbeit auf der Beamtenebene führen. Zusätzlich gibt es etablierte Kooperationen in den Bereichen Gesundheit, Tourismus und Wirtschaft. Spannend zum Beispiel die Publikation und Konferenzen um das Projekt Alpe-Adria-Friedensregion der verschiedensten Universitäten in diesem Raum. Sie sind auch ein Beispiel dafür, wie Formen der Zusammenarbeit, die ganz wesentlich Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt in den Fokus setzen, gelingen können. Es gibt also schon sehr viel an Projekten, Plattformen, Ideen, die dieses Thema befolgen. Aber auch hier, das bleibt meist auf der Expertenebene. Interkulturelle Kompetenz ist weder ein Teil der Aus- und Weiterbildungsprogramme der Landes- und Gemeindebediensteten noch der Lehrerinnen in den Schulen. Und auch in den Programmen des WIFI und BFI habe ich nichts dazu gefunden. Was braucht man, damit sich das ändert? Ich denke, zentral ist ein anderer Blick, nämlich Mehrsprachigkeit als Ressource, der sich von diesem lang dominanten Framing des Minderheitenproblems, Anführungszeichen, löst. Und dazu entschließt, im zweisprachigen Gebiet gelebte Mehrsprachigkeit als Teil des Kärntner Selbstverständnisses zu definieren und zu kommunizieren und sichtbar zu machen. Es gibt dazu Ansätze und Projekte, wie gesagt, doch die stehen alle recht nebeneinander. Jetzt war ich in dem ersten Entwurf dieses Referates der Versuchung erlegen, hier Ideen zu entwickeln für die Umsetzung. Aber ich bin Migrationsforscher. Ich habe in diesem Kontext meiner Arbeit immer wieder auch bei Integrations- und Migrationsleitbildern mitgemacht oder sie gestaltet für Bundesländer oder für die Republik Georgien. Aber was ich da gelernt habe, ist, dass solche Projekte nicht von außen kommen können, sondern von den Stakeholdern selber entwickelt werden müssen. Was von außen kommen kann, ist ein Rahmen, um das zu tun. Das haben wir beim ISMB gemacht. Daher keine konkreten Empfehlungen. Was ich jedoch empfehlen kann, ist, dass man die bestehenden Ansätze zusammenfasst. Ich denke, für Kärnten wäre ein Leitbild Mehrsprachigkeit hoch an der Zeit.
Die wichtigsten Stakeholder und die Kompetenzen sind da, die sind vorhanden. Die Universität Klagenfurt ist eine der führenden Universitäten im Bereich von Mehrsprachigkeitsforschung. Sie haben die Dinge hier im Land. Es braucht jedoch eine Zusammenfassung. Was es natürlich auch braucht, und dazu kann ich gar nichts sagen, aber es ist meine Erfahrung aus diesen Projekten, es braucht auch ein politisches Commitment. Ob das sich findet, das hoffe ich sehr. Ich weiß allerdings nicht, ob das der Fall sein wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.